Wir sind hier in Frankfurt-Oder, an der Brücke zwischen Frankfurt-Oder und Subice. Zwei Städte, die auch mit dem Namen Doppelstadt füreinander werben. Und Doppelstadt ist etwas Lebendiges, und etwas Lebendiges haben wir auch 2015 hier errichtet, als wir die Fernwärmeleitung zwischen Frankfurt und Subice eben geschlossen haben. Und da war ganz hoher politischer Wille dahinter, zur Optimierung des Fernwärmenetzes in Frankfurt und Subice eine Wärmeübergabestation zu errichten. Damit technisch auch ein bisschen für Bürger ansprechend ist, haben wir das auch ein bisschen künstlerisch gestaltet. Super, dann lassen Sie uns mal die Anlage angucken. Ja, also in der Anlage selbst können Sie jetzt die Vorlaufleitung nach Subice erkennen. Sie kennen die Vorlaufleitung nach Frankfurt-Oder, Sie kennen die Rücklaufleitung und Sie sehen die Wärmeaustauscher. Wir tauschen im Prinzip in den Wärmeaustauschern das Wasser, welches aus Subice oder aus Frankfurt hier ankommt, und geben die Wärme an den jeweils anderen Partner ab. Dahinter ist die Idee, dass man Wärmemengen zu den Zeiten austauscht, in denen der jeweils andere eine Wärmemenge benötigt, die man selber nicht braucht. Wir optimieren Kosten und wir optimieren die Auslastung von Anlagen auf diese Art und Weise. Und insofern steht auch dieses Projekt hier einigermaßen exemplarisch für Energiewendeprojekte, die kleinteilig sind, die Austausch ermöglichen, die ungewöhnliche Maßnahmen sind. Die Herausforderung besteht darin, dass man zwischen zwei Ländern mit unterschiedlichen technischen, regulatorischen Anforderungen und am Ende auch unterschiedlichen Sprachen Verständigung finden muss. Und deshalb war die Grundlage für das Projekt auch am Ende der gemeinsame Wille auf der polnischen oder auf der deutschen Seite, solch ein Projekt zu realisieren. Interessant ist sicherlich auch der Projektablauf und interessant ist diese gemeinsame Ressourcensteuerung. Also das sind im Prinzip zwei Ressourcensteuerungen. Wir haben ja ein Kraftwerksportfolio auf der polnischen Seite mit einem Kraftwerk und einem Fernwärmesystem. Und wir haben hier auf der deutschen Seite unser Heizkraftwerk am Hohen Feld und künftig die Gasmotorenanlage, das Heizwerk Nord und noch BHKW. Und diese Anlagen grenzüberschreitend in einer Weise zu verdrahten, dass man sich gemeinschaftlich optimiert. Das ist das Neue an diesem. Wir haben eine zentrale Warte und sie führen viele Kraftwerke in einer großen Warte zusammen, von der aus diese Kraftwerke optimiert werden. Also ich bin Projektleiter in dem Windmono-Projekt. Wir versorgen von hier aus die Kunden der Stadtwerke mit Strom und mit Fernwärme. Auf den Monitoren hinter uns sieht man die Bilder von Erzeugerstätten vom Fernwärmenetz, die wir fernüberwachen und fernsteuern. Das Einzige, was wir neu machen in Windnode, ist, dass wir diese Flexibilitäten in Erzeugung, die wir haben, versuchen in einem Datenmodell abzubilden und dann dort die Einsatzoptimierung zu machen. Wir befinden uns hier im Kesselhaus des Heizkraftwerkes Frankfurt-Oder. Und wir sehen hier einen Teil vom Braunkohlenstaubkessel, wo die Abgasführung über die Reinigung geht und dann der Abgasstrom nach draußen geleitet wird über das Dach und dann hier das Gebäude verlässt. Wir verspüren ganz stark den Willen von Bürgern hier in Frankfurt-Oder beispielsweise aus der Braunkohle auszusteigen. Es entsteht ein neues Gaskraftwerk mit Gasmotoren zur effizienten Erzeugung von Wärme für die Bürger, um die Fernwärme der Stadt Frankfurt-Oder weiter zu sichern. Wir haben hier keine Förderung von Braunkohle. Wir produzieren nur Strom und Wärme. Wir versuchen natürlich auch mit den Sachen, die wir unter Windnode in der Einsatzplanung sozusagen optimieren, dass wir immer weniger CO2 verbrauchen, als es heute der Fall ist. Grenzüberschreitende Projekte bringen mit sich, dass man Erfahrung sammeln muss, wie der andere Partner tickt. Da ist eine Sprachbarriere dahinter, da sind unterschiedliche technische Regelwerke bisweilen, dann unterschiedlich rechtliche Anforderungen. Ne? Also da muss ein politischer Wille dahinter sein und der war hier in Frankfurt und in Subice gegeben. Und so konnte man dieses Projekt angehen. Und das hat trotzdem einige Jahre gedauert, bis es realisiert worden ist. Die Idee hinter Windnode ist ja, Energiewende praktisch durchführbar zu machen. Also wo wir früher ein 1000 Megawatt Kernkraftwerk oder Kohlekraftwerk hatten, werden wir jetzt viele 1000 Megawatt in Windkraft oder in Photovoltaikanlagen oder in Biomasseanlagen und dergleichen haben. Stadtwerke werden ihre Rolle aktiv annehmen, da sie auch von den Bürgern viel stärker in die Pflicht genommen werden und sehr konkret greifbar sind, auch für die Menschen in den Städten. Und insofern ist die Einordnung in Windnode für uns eine sehr gute Sache.